Zu meinem heutigen Werkstattgespräch treffe ich mich mit dem Maler Ulrich Bittmann. Sein Atelier liegt in der kleinen Gemeinde Mustin an der Landesgrenze von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In jüngster Zeit hat sich Bittmann an zahlreichen Ausstellungen in Lübeck, Hamburg, wie aber auch in Schwerin beteiligt. Der gebürtige Kölner ist Mitglied im Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern und der Gemeinschaft Lübecker Künstler. Ich habe mich mit ihm über seinen Weg zur Malerei, seine künstlerische Entwicklung und seine Arbeit am Bild unterhalten. Viel Vergnügen. Herr Bittmann, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu dem Werkstattgespräch, und zwar in Ihrer Werkstatt. Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Scheller. Ja, wir hatten vereinbart, dass wir ein bisschen über Ihren Werdegang als Maler reden, über Ihre Entwicklung, über Ihre Werke und auch das, was Sie ja vielleicht in nächster Zeit noch machen werden. Aber die erste und wichtigste Frage, wenn man mit einem Maler redet, ist immer: Wie sind Sie überhaupt zur Malerei gekommen? Ja. Vielleicht gibt es da so eine gewisse Neigung zur Kunst in der Familie mütterlicherseits. Meine Mutter hatte einen Beruf erlernt, der mit Design zu tun hatte. Und als ich Kind war, hat meine Mutter viel mit mir gezeichnet am Küchentisch. Das war eigentlich immer wunderbar, weil sie da sehr entspannt war und ihr das auch Spaß gemacht hat. Und sie hat mir beigebracht, Menschen zu malen mit Wasserfarben und zu zeichnen. Und die Perspektive hat sie mir eingebläut, will ich jetzt nicht sagen, aber richtig nahegebracht, das alles ganz korrekt zu machen. Ja. Und dann hatte ich in der Schule eine Zeit lang einen Mallehrer, der ein bisschen Vorbild war für mich und der mir Arbeiten mit Materialien, aber eben auch Malen und Zeichnen sehr nahe gebracht hat. Und ich habe schon gemerkt, da habe ich irgendwie ein Faible für und eine Neigung zu. Und habe vorwiegend dann auch gezeichnet, so als Schüler. Hat mir total Spaß gemacht. Und dann war schon die Frage, ob ich Kunst studiere. Ja. Mit dem Abi habe ich mich nicht getraut, letztlich. Es fehlte die Traute, oder? Ja, es fehlte so ein bisschen dann. Das ist eine schwierige Frage, warum man es nicht gemacht hat. Also auf jeden Fall spielte eine Rolle, dass mein Bruder Medizin studierte, der ist 8 Jahre älter zu der Zeit schon. Und eine Zeit lang lagen bei uns die ganzen Bücher von ihm rum, Anatomiebücher. Ich habe da meine Aufklärung drüber betrieben, zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ja. Und fand auch das alles total spannend mit der Medizin. Da gab es ja auch diese tollen Medizinabbildungen von Anatomie, vom Körperorgan, alles schön bunt und farbig, also Farben waren da ja auch in der Kunst zu sehen. Ja, ja, ja. Und das war für mich, mein Bruder war schon für mich auch so ein Vorbild, und da war das schon so ein Thema, was mir auch über meinen Bruder nahe gekommen ist mit der Medizin. Mhm. Und dann waren so 2 Seelen in meiner Brust. Und ich hatte so keine richtige Vorstellung, wie so ein Kunststudium läuft und wie man sich da bewirbt und was. Und mein Vater hat natürlich da schwer gegen gearbeitet, das ist brotlose Kunst und so weiter. Ja, ja, ja. 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 Habe ich mich für den anderen Weg entschieden. Für die Medizin? Ja. Ja. Aber wenn wir Ihre Werke anschauen und ja, wir haben vorher da schon drüber geredet, Ihre Werke, der Mensch spielt immer eine wichtige Rolle, und insofern Medizin zu studieren, das hat was mit dem Menschen. Also wenn man nicht gerade Tiermedizin studiert, und ja, Sie haben Medizin studiert, und dann war das vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt in Ihrer malerischen Entwicklung, dass Sie einfach ja, als Mediziner jeden Tag mit Menschen zu tun hatten. Ne? Ja, ich glaube, da gibt es schon eine Verbindung, auf jeden Fall. Dass die Beschäftigung mit irgendwie Mensch in beiden Platz hat. Ja. Und auch die Brücke ist zur Malerei dann. Ja, ja. Aber das mit der Malerei musste dann halt eine ganze Weile warten. Ich habe vielleicht mal das eine oder andere Bild gemacht, so in diesen ganzen Jahren
bis, würde ich mal sagen, 95. Aber der entscheidende Punkt war 95. Da und kam die Wende rein. Können Sie den beschreiben? Was war das? War das einfach, ich will das jetzt? Ich habe mich das damals nicht getraut und jetzt mache ich das? Ja, so jetzt greife ich da nochmal hin. Jetzt mache ich das. Ja. Und das war, ich glaube, das hing mit dem Tod meines Vaters zusammen. Mein Vater ist 95 gestorben und da gingen für mich Türen auf. Ja. Also da ist unheimlich viel passiert in diesem Jahr. Ich habe mich getrennt aus meiner ersten Ehe. Ich habe eine neue Beziehung. Ja. Bin ich eingegangen. Also es war ein dramatischer Umbruch in meinem Leben. Und irgendwie war der Schritt, jetzt die Malerei mit reinzunehmen, war fast noch das Kleinste in der Zeit. Ja. Und ich hab dann angefangen, so Kurse zu machen. Und Zeichenkurse und Porträtkurse, Aktmalkurse. In Hamburg gibt es ja solche Schulen, wo man das machen kann. Und dann bin ich, glaube ich, 97 in der Malschule Blankenese in Hamburg gelandet und hatte dann im zweiten Jahr, wo ich da war, einen Dozenten, Jens Hasenberg. Und der war für mich mein Mentor. Der wurde mein Mentor und ist es auch heute noch. Und man braucht solche Leute, die einen irgendwie begleiten auf so einem Weg. Ja, wenn man sich das vorgenommen hat, eigentlich wollte man das gerne, aber man hat es aus welchen Gründen auch immer nicht getan. Ja? Es ist doch, wenn ich das interpretiere, auch eine Befreiung gewesen für Sie, dass Sie jetzt sagen, ich mache das jetzt, ich wollte das schon immer. Und da kann man doch eigentlich auch dann nur sagen, fass dir ein Herz, hol dir den Mut, besorg dir diesen Mut irgendwo her und tu es einfach. Weil man muss es einfach so sagen, ein zweites Leben hat man ja nicht. Ja, das ist genau eigentlich der Punkt. Also ich will nicht sagen, dass die Medizin nur völlig falsch war. Die war schon auch okay. Ich hatte also das passt auch zu mir. Das war schon in Ordnung. Aber es war trotzdem, also wenn ich es heute noch mal leben könnte, würde ich mich vielleicht anders entscheiden. Und als ich dann angefangen habe mit dem Malen 95, da war das ja berufsbegleitend. Ne? Ja, ja. Da habe ich dann schon versucht, viel Zeit da reinzustecken in die Maler. Habe auch dann so praxisfreie Zeiten mir genommen und hatte auch irgendwie relativ gute Anfangserfolge mit Ausstellungen. Habe auch Bildverkäufe gehabt, sodass ich dachte, Mensch, das funktioniert ja für mich. Bin dann allerdings irgendwie, musste so kommen, bin dann natürlich irgendwie wieder auf den Boden der Tatsache. Ich war hochverschuldet zu dem Zeitpunkt durch Trennung und Praxisinvestitionen. Ich hätte das so mit einem Wechsel von der Medizin in die Malerei, das hätte mir finanziell das Genick gebrochen, das hätte ich nicht hingekriegt. Ja, ja. Also deswegen war es auch richtig, die Medizin weiterzumachen. Und ich habe versucht, halt dann die Malerei parallel so gut wie möglich irgendwie diese Seite mitzuziehen. Ja. Mit Kontakten in Hamburg, zu so einem Malnetzwerk, um mich da auch irgendwie fest zu verankern, dass ich auch dranbleibe. Ja. Und da war eben dieser Jens Hasenberg eben ein wichtiger Punkt für mich. Ja. Das, auch wenn ich das eben so gesagt habe, dass man sich dann ein Herz nehmen soll und das dann tun soll. Natürlich sind immer die äußeren Umstände, und Sie haben es gerade gesagt, man muss irgendwo von leben, man braucht Finanzierung, und das ist ja oft nicht einfach als Künstler oder Künstlerin dadurch zu überleben, dass man Bilder verkauft. Also das wissen wir alle. Ja, aber dennoch, ist leider so. Ja, aber dennoch ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man es überlegt anfängt, dass man doch dann seine Träume und Wünsche, die man hat, dass man die dann auch noch in sein Leben reinbringt. Ja, und wohl dem, der da auch irgendwie eine gute Beratung hat in diesem Punkt. Und der jemanden hat, mit der oder mit dem darüber zu sprechen ist, was das eigentlich bedeutet, was man damit bringen muss. Außer der Freude an der Malerei, aber dass das eben auch bedeutet, sich selbst zu vermarkten. Und dass man dafür auch was tun muss. Das funktioniert eben nicht von alleine, entdeckt zu werden. Genau, und das bringt mich zu noch einer weiteren Frage. Ich habe ein bisschen verfolgt, was Sie jetzt tun, und Sie haben zahlreiche Ausstellungen gehabt, und Sie sind jetzt auch in einem
Netzwerk von Künstlerinnen und Künstlern in Künstlergemeinschaften. Das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig, dass man solche, ja, solche Künstlergemeinschaften, dass man sich da zusammentut und was gemeinsam für die Kunst und letzten Endes dann auch als Künstler auch für sich tut. Ja, also das waren jetzt nicht alles Einzelausstellungen, sondern Ausstellungsbeteiligungen. Trotzdem war das jetzt für mich schon eine ganz gute Schlagzahl und finde das schon beachtlich, dass ich so das jetzt, dass sich das so entwickelt hat, wie es ist, also in dem Rahmen. Und ich denke, es ist schon wichtig, sich zu vernetzen, um sich aus ganz verschiedenen Gründen, also um miteinander Kunst zu diskutieren und das, was man da macht, das auch permanent in Frage zu stellen und zu überprüfen und hinterfragen zu lassen auch, sich auch Kritik gefallen zu lassen. Dafür ist es wichtig, dann vielleicht auch, um gemeinsam Ausstellungsformate zu entwickeln, dass man nicht an irgendwelchen Instanzen des Kunstmarktes nur hängt, die dann doch nicht kommen, sondern ja, dass man auch, dass die Sache ein bisschen mit selbst in die Hand nehmen kann und dass man über den Anschluss an bestehende Gemeinschaften wie zum Beispiel Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern so die Möglichkeit geboten kriegt, tollerweise sich zu beteiligen an Ausstellungen, also sich zu zeigen. Schön, ja, dann werden wir jetzt noch ein bisschen in Ihrer Werkstatt einzelne Bilder besprechen und vielen Dank bis hierhin. Können Sie vielleicht an Bildern, die Sie vor einiger Zeit, vor längerer Zeit gemacht haben und was Sie jetzt gerade machen, nochmal deutlich machen, wo Sie für sich wichtige Entwicklungsschritte sehen? Also dieses Bild ist jetzt vor 7 Jahren entstanden und ich zeige es, weil ich es schon auch immer noch ganz gut finde, dieses Bild zeigt eine Geschichte von hauptsächlich zwei Figuren. Das entspricht so einem mythologischen Thema. Das sind zwei syrische Arzt-Zwillingsbrüder, Kosmas und Damian. Das ist eine mythologische Geschichte, die die erste Beintransplantation der Weltgeschichte nach dem Mythos gemacht haben. Das ist natürlich ja Realität, aber so ist die Geschichte. Und dadurch sind die berühmt geworden. Und das Thema hat mich interessiert. Und das wollte ich halt nach einer Vorlage in die Malerei bringen. Und habe also hier diese beiden Brüder dargestellt. Und hier unten dicht quer natürlich der operierte Mensch. Da sieht man hier, mit dem Bein ist irgendwas los. Und dieses Motiv war dann erstmal nicht ausreichend im Bild. Das hat nicht genug Substanz für eine Malerei. Es ist zwar spannend, aber es reicht nicht aus. Und dann war es ein mühsamer Prozess, so aus irgendwelchen anderen Vorlagen und Bildideen so das ganze Ding aufzubauen. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen collageartig. Ja. Also das sind so irgendwie zerbombte, zerschossene Hauselemente aus irgendeinem Nahostkonflikt. Und hier sieht man so angedeutet so eine Schranke und so ein Kartengerät von einer Parkplatzeinfahrt. Und hier sind so ein bisschen abstraktere Bildelemente. Hier ist wieder was anderes. Also ich habe mit ganz viel Mühe und viel Aufwand versucht, dieses Bild ein bisschen zu verschleiern, ein bisschen spannender zu machen und so weiter. Und bin sehr so in den Details verhaftet geblieben. Ja, und jetzt haben Sie bei Ihren jetzigen Werken oder wenn man näher an die Jetztzeit rankommt, was hat sich da verändert oder wo ist da Ihre Entwicklung? Ich hole mal hier jetzt ein anderes. Das ist jetzt ein ziemlich neues Bild. Das ist schon trocken, ich kann es schon anfassen. Ja. Also das zeigt hier eine Figurenkonstellation, die ist komplett ohne Vorlage entstanden. Das ist schon mal ein enormer Freiheitsgrad für mich, der sich hier entwickelt hat, dass ich nicht an irgendetwas klebe, wo ich mich auseinandersetzen muss mit der Transformation ins Bild. Und ich habe hier
eine Sprayflasche mit so einer Acrylsprayfarbe habe ich einfach erstmal eingesprayt und irgendwas dazu gemacht, habe mit irgendeinem Acrylspachtel das Bild beackert, habe hier so eine Graufläche irgendwie so strukturiert und hatte erstmal eine Substanz da, mit der man dann wieder sich weiterhangeln kann. Auch wieder ist das jetzt ein Arbeitsprozess, also das ist eigentlich immer mein Arbeitsprozess. Einfach immer Improvisation aus dem Moment raus überlegen, wie geht's weiter. Und dann habe ich aus dieser gesprühten Fläche erstmal hier eine Figur und dann noch eine Figur entwickelt. So, weil ohne Figuren ist es, also ich brauche immer, es muss immer ein bisschen menscheln. Das ist die Substanz, die es für mich spannend macht. Ja. Also ein reines Stillleben, ich finde Stillleben auch toll, so bestimmte Art und Weise zu malen, aber sagen wir mal, das Emotionale liegt da, wo auch Menschen drin sind. Ja, beim Stillleben ist es vielleicht, was faszinieren kann, ist die Technik der Darstellung. Ja. Ist das, und da gibt es grandiose Maler, die Malerinnen, die das gemacht haben. Ja. Aber der Mensch ist dann schon immer noch etwas, wo die Betrachterinnen und Betrachter anders drauf reagieren auf ein Bild. Ja, und ich merke das ja auch an den Reaktionen der Leute, die die Bilder sehen, dass das das ist, was ja auch polarisiert, dass Leute sagen, das ist spannend oder dass Leute sich auch irgendwie so ein bisschen abgewiesen fühlen oder dass es auch verängstigt, was da in den Bildern passiert, weil es emotional einfach vielleicht auch ein bisschen aggressiv mal ist oder so in der Art. Shocking, ja. Weil manchmal was. Und unsere Welt ist manchmal brutal und manchmal ist man schockiert vom Anblick. Ja, ich sehe das auch so. Das gehört absolut zu unserem Leben dazu. Das ist Bestandteil unseres Lebens und ich möchte es auch in der Malerei drin haben. Aber das gilt halt nicht für alle. Aber für mich ist es so. Naja, und dann habe ich, und dann kam eben so diese Idee, da war so ein bisschen was und aus diesem bisschen was entstand dann diese sitzende Figur. Also die ist nicht nach einer Vorlage, sondern die hat sich irgendwie so aus dem, was ich gerade so mache, rausentwickelt. Und dann kamen eben so die Details, um die es dann immer geht. Und das sind zum Beispiel drei Köpfe in dem Bild. Das ist für mich dann wichtig, dass die alle so ein bisschen so ihr Eigenleben haben. Und es entstand dann halt hier so eine maskenhafte Kopfformation. Jeder weiß, dass das ein Kopf ist, ganz klar. Aber so irgendwelche genau abgrenzbaren Strukturen braucht es da gar nicht. Wollte ich auch überhaupt nicht haben. Also in diesem Kopf habe ich lange gearbeitet, um den für mein Empfinden jetzt so stimmig in das Bild zu kriegen. Und da ist jetzt schon so drin, dass bestimmte Formen in dem Bild auftauchen, wie diese Form oder diese, so wo es mir wichtig ist, Formen rauszuarbeiten, die ein bisschen auch ein Eigenleben haben, die jetzt nicht so gekoppelt sind an Wiedergabe, an Abbildung von etwas. Und ja, Sie haben noch ein ganz aktuelles Werk. Ja, das ist jetzt allerdings noch nicht ganz durchgekommen, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier geht das jetzt weiter. Für mich geht es eindeutig hier weiter in dem Bild. Das ist jetzt noch lange nicht fertig. Das ist jetzt ein Prozess, in dem ich mittendrin bin. Auch ausgehend von einem Foto, das war ein Foto von dieser berühmten Fotografin Anni Leibowitz. Irgendwie aus den 80ern. Ja. Whoopi Goldberg in einer Schaumbadewanne. Etwas, was ich als alter weißer Mann überhaupt gar nicht malen darf heutzutage. Habe ich aber mal gemacht, wohlwissend, ich male mir da ein Problem ins Bild und das ist dann natürlich auch wieder ein Motor, an dem ich den Antrieb habe, weiterzumachen. Und dann habe ich das Bild gedreht, gewendet, auf den Kopf gestellt und irgendwie weiter dran rumgemalt in abstraktere Formen hinein. Klar erkennt man jetzt hier was Figuratives, das hier vielleicht auch, und das soll auch so sein, aber mir geht es zunehmend mehr um Formen im Bild, also Formen zu entwickeln, die nicht unbedingt gekoppelt sind an irgendwie eine Abbildung von irgendetwas, die aber trotzdem in unserer Bilderfahrungswelt
wir als Betrachter assoziieren mit etwas, also mit einem Körperteil oder so, und dann entwickelt sich in unserer Fantasie daraus eine ganze Figur. Also zunehmend Freiraum in der, also in der Bildsprache. Herr Bittmann, wir stehen hier an Ihrem Arbeitstisch und sehen Ihre Farben. Was bedeuten Ihnen gerade diese Farben? Also das hat natürlich auch eine Entwicklung. Und ich habe, wie wohl die meisten, natürlich nicht mit Öl angefangen, sondern mit Stiften bzw. auch mit Acrylfarben. Die sind für jemanden, die oder der noch nicht so lange malt, einfacher zu handhaben, weil es schneller trocknet, man kann schneller übermalen und sind so ein bisschen pflegeleichter. Alles ist leichter auszuwaschen und leichter zu reinigen. Aber irgendwann bin ich zum Punkt gekommen, dass zu meiner Art des Malens, die so mehr prozesshaft ist, in, wo immer wieder neue Anläufe auf der Bildfläche passieren, dass es leichter ist, eine Farbe zu haben, die einen längeren Trocknungsprozess hat. Also wo ich auch am nächsten Tag wieder reingehen kann und kann das wieder neu aufleben lassen und wieder nochmal wieder neu verändern. Und da hat für mich die Ölfarbe deutlich mehr Optionen. Ja. Also man kann sie natürlich auch schichten, je nach Trocknungsdauer, aber man kann auch à la prima noch eine ganze Weile hinterher reinmalen. Und Ölfarben sind einfach physisch materiell toll. Die haben eine, also kommt, ist von Farbe zu Farbe unterschiedlich, aber die haben auch einfach eine schöne Konsistenz. Und also ich habe da fast eine physische Liebe zu diesen Farben. Und wenn man mal zum Beispiel auch guckt, wie unterschiedlich die sind, wenn man mal so verschiedene, also Cadmiumrot zum Beispiel hat ein ganz anderes Gewicht als dieser Lasurviolettton. Also die unterscheiden sich auch richtig haptisch, physisch und genauso auch im Auftrag auf das Bild. Aber ich bin durchaus auch noch mit Acrylfarben dabei, also Untermalungen zum Beispiel, die ich auch möchte, dass es schneller trocknet und ich schneller weitermachen kann, mache ich auch mit Acryl, auch wasserlösliche Farben und eben nicht wasserlösliche Ölfarben miteinander zu vermischen, gibt auch interessante Strukturen. Also wenn das so nicht mischend trocknet. Also Sie haben experimentiert und Sie werden das auch weiter tun, aber die Leidenschaft ist die Ölfarben. Ja, ich bin nicht der Riesenexperimentator. Ich habe auch Acrylsprayfarben. Ich benutze auch hier verschiedene Spachtelmassen und so. Also ich habe mein Spektrum so schon ein bisschen erweitert. Aber die Ölfarben, die sind so, also das wird mir auch in den nächsten 20 Jahren oder je nachdem, wie lange ich noch male, noch genug abverlangen. Da brauche ich eigentlich nicht noch neues Experimentierfeld. Die Ölfarben sind das Hauptmedium. Ja. Und hier kann man mal sehen, also diese, das habe ich hier jetzt schon seit 2 Tagen, da kann ich immer noch mit arbeiten. Das ist nicht festgetrocknet. Das geht immer noch weiter zu verarbeiten. Ist auch ein schöner Vorteil bei der Malerei, dass man das nicht wegschmeißen muss, was man hier irgendwann mal angemischt hat. Ja. Zumindest nicht so schnell wegschmeißen muss. Herr Wittmann, dieses Bild ist 2 Jahre alt, aber Sie haben vor kurzem noch mal damit angefangen, wieder an diesem Bild zu arbeiten. Können Sie mir sagen, worin diese Arbeit bestand? Warum war Ihnen das so wichtig, an dem Bild noch mal zu arbeiten? Also ich würde gerne an dem Bild mal so grundsätzlich kurz entwickeln, wie ich mich in so ein Bild reinbegebe. Ich habe früher, also ich male seit 25 Jahren intensiver und die letzten Jahre zunehmend intensiv. Und ich habe früher mich ziemlich dicht an Vorlagen gehalten. Meistens irgendwie Fotos, die ich selber gemacht habe. Und habe dann versucht, irgendwie einen eigenen Akzent da reinzukriegen. Und vor allen Dingen versucht, es malerisch irgendwie zu lösen, dass es in meinen Augen ein gut gemachtes Bild wird. So gut, wie ich es halt immer jeweils konnte. Und dann war mein Prozess so nach und nach, mich von einer strikteren Vorlage so stückchenweise zu lösen. Und dann fangen Probleme an, weil dann fängst du an zu improvisieren. Und dann muss man quasi aus dem Moment heraus irgendwie sich weiterhangeln von Problem zu Problem, was im Bild entsteht. Und also dieses ist eigentlich von der Fläche her somit das Größte, was ich bisher gemacht habe. Das ist 1,40 x 1,80.
Und die Größe bedingt das Problem mit, es gibt einmal das Objekt oder das Thema, was man malen möchte, und es gibt den Bildhintergrund. Und ich habe immer so dieses Ding, dass ich erstmal mit dem Objekt, das möchte ich jetzt gerne darstellen, damit fange ich an, und dann, oh, der Hintergrund, wie kriege ich den jetzt um das Ding drumherum? Und hier habe ich es jetzt aber mal besser gemacht. Hier habe ich erstmal auf dieses Bild, das lag auf dem Boden, Farbe drüber geschüttet, mit dem Schrubber drüber gegangen. Ich habe mich an dem Hintergrund erstmal abgearbeitet und den hatte ich. Und interessanterweise gibt das dann irgendwie einem schon mal so ein bisschen einen Halt. Es ist noch nicht viel drauf auf dem Bild, außer irgendwie was Braunes, aber... War das schon so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, da bin ich schon mit einverstanden? Ja, da bin ich mit einverstanden. So, da könnte jetzt was weitergehen. Das war schon mal ganz interessant. Da hatte ich hier sowas drin und hier so. Das fand ich schon mal irgendwie als Struktur ganz gut. Ja. Und dann hatte ich mit diesem Bild mir das, was ich zu diesem Zeitpunkt auch immer noch so gemacht habe, eine Collage gebaut. Das ist dieses hier. Dieses Element mit der sitzenden Frau, aus irgendeinem Grund ist das etwas, was mir wichtig ist, was mir gefällt. Das ist etwas, das hat mit mir gar nichts zu tun. Aber so diese Konstellation, das fand ich spannend. Und ich dachte, die muss jetzt irgendwie ja... Das Bild muss ich ja öffnen von der Frau irgendwo hin. So, und damit ging das jetzt los, dass ich auf diese Fläche das gesetzt habe. Und das war so ein Prozess, der ging relativ schnell für mich. Also das hatte ich in kürzerer Zeit fertig, zumindest im Großen und Ganzen, sodass ich erstmal das Gefühl hatte, das sitzt hier gut drin und ist farblich auch spannend. Und dann geht es halt weiter. Dann fangen die nächsten Probleme an, so, weil... Was passiert jetzt noch auf dem Bild? Ja. Dann war hier Farbfläche, dann hatte ich hier irgendwie noch so ein anderes Foto mit so einem Jungen auf einem Sprungturm. Also Sprungturm drauf war Quatsch, Sprungturm irgendwie wieder weg, aber so ein bisschen Sprungturm immer noch. Aber wo guckt die hin? Was passiert da? Was? So. Und dann kam für mich die Idee mit so einer großen weißen Fläche. Und da war erstmal nur so ein weißes Ding drauf, was noch gar keine Bedeutung hatte. Einfach ein weißer Fleck, das war klar, das funktioniert jetzt immer noch nicht. Ja. Und dann wurde das Personal in dem Bild noch erweitert, dann kam jetzt hier so eine korrespondierende Figur und dann entstand so das erste Mal so ein gewisser Dialog in dem Bild, wo ich dachte, so, das ist jetzt, da passiert irgendwas, was auch thematisch interessant ist für den Betrachter oder vor allen Dingen erstmal auch für mich. Und dann hat man vielleicht 80% von dem Bild. Und dann fängt es an, richtig schwierig zu werden. Dann kommen nämlich zum Beispiel solche Ecken hier dran, wo die farblich einfach überhaupt nicht hinhauen wollen, die sich gar nicht füllen lassen, weil die Farbkontraste nicht stimmen, weil es alles zueinander keinen Sinn macht und so weiter. Und an dem Ding habe ich, glaube ich, 3 Wochen gearbeitet. Also bis es so ist, dass ich persönlich jetzt auch heute noch sagen würde, das ist okay. Dann ging es darum, diesen weißen Fleck irgendwie zu strukturieren. Was soll der eigentlich? Hat er eine Binnenstruktur? Hatte er am Anfang noch nicht. Und dann habe ich hier irgendwie versucht, in Weiß so irgendwie Strukturen reinzumalen, die ich so ein bisschen spannend finde, vielleicht wie so Eingeweide oder irgend sowas. Und dann schließlich, das war dann aber 2 Jahre später, entstand daraus etwas, was wie so ein Hund ist. Ja. Und dann dachte ich, ja, der passt da ins Bild. Und dieser Typ, der war farblich erstmal so, dass er absolut rausstach aus dem Bild und sich nicht richtig reinfügen wollte und ist dann dieses Jahr erst so ein bisschen in die Bildfläche reingewachsen als Bestandteil, wirklich Bestandteil des Bildes. Und Sie sind damit fertig jetzt? Ich denke schon, ja. So ist es für mich okay. Ja. Herr Bittmann, Sie haben mir im Vorgespräch davon erzählt, dass Sie ein altes Hobby, war wohl früher ein Hobby in der Schule, zu zeichnen, dass Sie das wieder entdeckt haben und sich auch der Zeichnung gewidmet haben. Und das, es gab einen Umstand, Sie hatten eine Hand verbrannt, dann haben Sie in der Corona-Zeit in den letzten 1,5 Jahren das Zeichnen wiederentdeckt, kann man das so sagen? Und wir stehen hier vor Ihren Zeichnungen. Ja, also dass ich in der Schulzeit viel und gerne gezeichnet habe, war tatsächlich so. Ich habe mit meinem Sitzplatz-Nachbarn zusammen Comics gezeichnet. Er hatte viele Ideen und ich habe es zeichnerisch umgesetzt und wir haben mehrere Witzbücher zusammen gemacht, die wir so unter uns gehandelt haben. Wir haben Unterricht geschwänzt und ich wäre fast durchs Abitur geflogen deswegen.
Und dann war aber mit Ende der Schulzeit auch weitestgehend Schluss damit. Und wie Sie schon sagten, jetzt Anfang letzten Jahres hatte ich so einen Haushaltsunfall beim Kochen und konnte also nicht mit Farben arbeiten, mit den Lösungsmitteln und den Reinigungsmitteln und habe mich dann wieder aufs Zeichnen zurückbesonnen, was eigentlich für Maler eine richtig gute Tugend auch ist, mal zu zeichnen. Ja. Und es gab dann über die Gemeinschaft Lübecker Künstler auch so eine Online-Ausschreibung für Kunstobjekte, die wurden online präsentiert. Und da hatte ich dann diese Zeichnung hier eingereicht, die ist eins meiner wirklich wenigen Themen, die für mich Corona-bezogen sind. Mich hatte damals natürlich, wie viele Menschen auch, diese Fernsehbilder aus den Intensivstationen sehr beeinflusst. Und da gibt es so eine Lagerungstechnik für beatmete Patienten, Prone heißt die. Und das habe ich hier so in meiner Fantasie zeichnerisch umgesetzt und das daraus gemacht. Also vielleicht sogar mein einziges Corona-bezogenes Objekt, was ich hergestellt habe. Aber ich habe in dieser Zeit viel gezeichnet. Ich hatte auch irgendwie damals, letztes Jahr, eine stärkere Beschäftigung mit Barockmalerei, mit Rubens, der mich ziemlich fasziniert hat, auch so mit der Wucht und Expressivität der Körperbilder. Und danach sind dann diese Zeichnungen entstanden, die teilweise mit Feinliner sind, aber auch mit Wachsfarbstiften, mit Acrylfarben und die ausgehend sind so von einzelnen kleinen Elementen in den Rubensbildern. Also das, sagen wir mal so, wenn Malerei so vom Großen aufs Kleine geht, in der Malerei hast du den großen Entwurf und arbeitest dich in die Details vor, geht das Zeichnen in der Regel andersrum. Du gehst von Details aus, Mikroausschnitten und arbeitest dich hoch zu dem Bild. Und das sieht man hier eigentlich, denke ich mal, so ganz gut, wobei im Grunde der Wunsch für mich eigentlich ist, Malerei und Zeichnung miteinander zu verbinden und in die Malerei reinzuzeichnen. Ja, also ist das, kann man das schon sagen, das ist das, was Sie jetzt bewegt und was Sie auch weiter forcieren werden, dass Sie die Zeichnung mit der Malerei verbinden, also Werken? Ich glaube, es ist ein guter Weg, also zeichnerisch eben in der Malerei nicht nur mit den Elementen Form und Farbe und so, sondern eben auch mit der Linie zu arbeiten. Das ist absolut bereichernd für die Malerei auch. Und dazu ist es halt auch wichtig, bestimmte Übungen in die Hand zu kriegen auch zu praktizieren. Es diszipliniert auch ein wenig Zeichnen, ja, weil diese Linie vergibt nicht, ja. Genau, die könnte man vielleicht wieder übermalen, aber erstmal ist sie genauso da, wie man sie gezogen hat. Ja, ja. Es ist interessant, wenn Sie das schon mal so intensiv betrieben haben, dass Sie Comics, wahrscheinlich war die Auflage dann ein Stück, ja? Genau, das waren alles Prototypen. Ja, aber sehr gut, das ist die gute Schule. Schön. Herr Bittmann, dann bedanke ich mich jetzt für die Gastfreundschaft, für Ihre Gastfreundschaft, aber auch für die Gastfreundschaft von Occi. Occi hat sich sehr ruhig verhalten, hat aber hier den Überblick, würde ich mal sagen. Ja. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bei Ihrem künstlerischen Schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Scherer, dass Sie das hier mit mir gemacht haben und dass Sie hierher gekommen sind. Auch im Namen von Hund Occi. Ja. Mal Hund Occi. Mal Hund Occi. Ja.